Ich baue nicht einen einzigen Bus für euch, Kriminelle. Oh, du tust, was wir sagen, Bailey. Oder wir statten dir und deiner Familie einen Besuch ab. Lasst sie in Ruhe. Hey! Hinterher! Ja, scheint wohl eine Verfolgungsjagd zu werden. Du hast recht. Oh, verteidigen? Ach, komm schon! Ja, komm schon! Malo, Alter, wie stellen die sich das denn vor? Schneller! Malo! Oh, fuck. Bewegung! Komm schon! So, der ist schon mal weg. Schneller! Bewegung! Oh, der ist wirklich weg. Ja, ist ja gut. Ich ruf mal Verstärkung. Ruhig. Ganz genau. Komm schon, alte Stute. Hopp. Ja, komm. Langsam. Oh, ganz ruhig. Langsam. Langsam. Ruhe. Lass mich mal ran, Freundchen. Atmen Sie tief durch. Sie sind weg. Oh, yes. Aber nicht lange. Meine Kinder, die werden... Ich werde sie... Komm schon! Erzählen Sie mir, was die Blighters von Ihnen wollen. In dieser Stadt geht alles drunter und drüber, seit Attaway Transport und die Milner Company bankrott gegangen sind. Und da es keinen richtigen Nachfolger gibt, sind die Gangs auf dem Vormarsch. Gut gemacht, Jacob. Da ich, Ed Bailey, der einzige Omnibus-Hersteller der Stadt bin, verlangen Sie, dass ich nur für Sie arbeite. Ich kenne gute Männer, die eine vereinigte Transportgesellschaft gründen wollen. Wie sagt man noch in Amerika? Vom Volk für das Volk? Das ist unser Ziel für die London General Omnibus Company. Aber diese Gangster haben den Vertrag für Attaway Transport ergattert. Den brauchen wir für die Gründung unserer Gesellschaft. Mr. Bailey, ich bin Miss Fry. Betrachten Sie mich als Ihre Verbündete. Langsam, Mädchen. Ruhig. Hä? Konnte ich denn gerade nicht weiterfahren? Du hast recht. Aus da rein, Girl. Komm, Boys, wir machen jetzt hier die Bude unsicher. Na, geh weg. So, erster weg. Sie ist ein Eindringling! Der muckt so schnell nicht wieder auf. Du stehst denn da die ganze Zeit eher ein zum Kämpfen? Ich bin kurz davor, dich zu Hause an meine Hunde zu verfüttern. Was will ich denn hier? So. Luftbeihilfe. Was ist das? Prügel die Scheiße auf dir aus! Den die killen. Komm schon. Das ist das Ziel. Die Fabrik nicht verlassen. Ich werde dich gerne aufsetzen. Ja gut, das Ziel scheint tot zu sein. Bin jetzt schussbereit.
Ja, das hier ist tot. Aber der Missionssinn weiß, der kam viel zu spät. Ja, meine Boys mussten alle sterben. Ey. Das ist schlecht. Die hätten aber auch überhaupt keine Chance bei dieser Übermacht. Jetzt haben wir gerade wieder ein paar Wurfmesser. Aber ich hatte kaum noch welche. Ich weiß, die Dicken, die haben so ziemlich immer welche. Jetzt habe ich das gerade mal ausgenutzt. So. Geschafft? Achso. Ich würde schon sagen, jetzt steht hier extra eine Kutsche für mich bereit, aber das ist ja die von meinen Homies. Die Kutsche. Deswegen stand die da schon. Ach, verdammt. Das wäre so cool gewesen, ich hätte es noch ein bisschen später machen müssen. Ja! Komm schon! Ah, dammit. Ja! Ruhig, Mädchen. Haut da rein. Ah, da fährt sie weg. Die Pferde kriegen das ja nicht mit, wenn er weg ist, ne? Roths Männer haben verstanden. Ihre Familie ist sicher. Oh, sie sind ein gottverdammter Segen. Die Gründungsmitglieder der London General Omnibus Company. Gute moralische Männer. Allesamt. Unsere Busse rollen im Nu durch die Stadt. Vielen Dank, Miss Fry. Das ist die Deutsche Bahn. Junke. Yeah, neue Handschuhe. Eigentlich müssen die ja besser sein, wie die, die wir jetzt schon haben. Da wir die viel später bekommen haben. Na. Sieht man jetzt schon, dass es... Aber die sehen cool aus. Die sehen auf jeden Fall cool aus. Ja. Alter, 6 Stück noch, die hier geheim sind. Ich will die unbedingt haben. 2 haben wir schon. Von jedem Gegenstand, denke ich mal, gibt's was. Moment, Gürtel. Schlagring. Messer. Umhang. Ah ne, Umhang habe ich ja schon. Ja, das war's eigentlich auch schon. Was will man denn hier noch? Ah, Monturen. Monturen sind ja noch 2 Stück übrig. Monturen, genau. Und Handschuhe. Es gibt ja noch, einen besseren Handschuh gibt es ja noch. Ja doch, von jedem eins dann. Okay. So, eine Herstellung habe ich. 95% und 73%. Yeah! wir machen. Mal gucken. Wo ist denn die nächste Mission? Hier brauche ich eigentlich überhaupt nicht gucken. Ist gar keine neue Mission. Was ist denn da los? Hä? Okay, das ist jetzt merkwürdig. Muss ich etwa hier zurück zu meinem Versteck? Hm. Das ist jetzt echt merkwürdig. Ich würde gerne jetzt woanders einfach jetzt hingehen für die restliche Zeit, aber sieht nicht gut aus. Na gut, dann gehen wir kurz mal zu unserem Zugversteck zurück. Vielleicht machen wir da jetzt gerade erstmal eine Teambesprechung, bevor es weitergeht. Oder ich stand gerade schon auf der Mission, wo es weitergeht. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich. Weil ich nicht nur dann wieder zu einem anderen Schnellreisepunkt reisen müsste, sondern dann auch noch da wieder hinrennen müsste. Das wäre richtig scheiße. So, ich
habe auch mal geguckt, wir sind jetzt bei der 7. Folge in dieser Aufnahme. Also machen wir noch mindestens eine Folge hier nach, wo ich dann überhaupt daran denke, einen Cut zu machen. Einen Aufnahme-Cut. Ja. Ah, ist fertig, Gott sei Dank. Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ne, hier ist echt die Quest. Kann ich mal das Einkommen einsammeln. Na, Boy, was geht? Ah, ein Dorn im Auge. Evie und Henry suchen in ihren Büchern nach einer Zeichnung des Schlüssels, den Miss Thorn gestohlen hat. Oh ja, habe ich da gerade richtig gesehen, dass wir dann eine Montur bekommen? Was bringt ein Schlüssel, wenn man nicht weiß, welches Schloss er öffnet? Wahrscheinlich steckt Miss Thorn in derselben Zwickmühle. Henry! Mr. Green, hier, das ist es. Der passt zu einer Schatulle der Königin. Sie ist im Tower von London. Die reinste Festung. Sie haben nicht zufällig Freunde dort. Ein Wachmann. Falls Sie ihn finden, wenn Sie drin sind. Wir sprechen uns, wenn ich das Tuch habe. Danke für die Hilfe. Richtig, ja. Viel Glück. Evie? Oh, da ist er jetzt der Scheiße. Sie lässt ihn jetzt kalt, weil die Gefühle die Mission nicht behindern dürfen. Und er hat sich jetzt richtig abgewiesen gefühlt. Echt? Geiler Hinweis. Hätte ich echt nicht gedacht. Oh, drücken Sie Option, um das Inventar zu öffnen und Ausrüstung anzulegen oder abzulegen. Ja, ablegen kann ich ja gar nicht. Ich kann nur wechseln. Ja, die Mission scheint sehr schwer zu werden. Werde ich mindestens 5 Folgen für gebrauchen. Sehr viele Wachen. Vorhersehbare Patrouillenwege. Thorn könnte schon drin sein. Ich bleib lieber hier im Schatten. Hält er hier an? Oder muss ich hier? Ich springe ab. Ja doch, hält an. Ist aber nett. Weniger als 5 königliche Wache töten. Weniger. Sobald das Ding durch ist, ist es durch, ne? Aha. Oh fuck, ey. Oh fuck. Ich habe jetzt schon verdammt großen Respekt hier vor. Links kann ich überall hochklettern. Oh, hier sind voll wenig Wachen. Na gut, wer jumpt denn hier auch schon großartig hier oben rum? Aber es geht ja erst los, nachdem ich einen Aussichtspunkt gemacht habe. Das Tuch ist in der Truhe, zu der dieser Schlüssel passt. Findet es und bringt es her. Halt! Escort to the keys. Halt! Who comes there? The keys. Whose keys? Queen Victoria's keys. Pass! Queen Victoria's keys. All is well. Ihr seid nicht von der königlichen Wache. Wie viele seid ihr? Sag es. Lasst mich los! Das ist Verrat! Wartet nur, bis ich rauskomme. Das werdet ihr büßen. Oha. Oh, oh. Ich bin jetzt schon fertig mit dem 6. Kapitel.
Nee, warte mal. Die Tussi gehört doch zum 8. Kapitel. Oder 9. Nee, 9. war es, glaube ich. Das Gebiet erkunden, Gelegenheiten identifizieren, Verbündete wachen, Gelegenheit für einen einzigartigen Attentat, Unterstützung, Gelegenheit, Infiltrationsgelegenheit. Ich versuche natürlich wieder das obere. Einzigartig ist immer einfacher, ne? Logisch. Aber das alles, das machen wir erst alles in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, ciao.